Ich habe noch einmal nachgeschaut, wo die letzte Starcoin versteckt war. Und ich muss sagen, etwas offensichtlich. Sie ist, das sage ich jetzt trotzdem, weil mir das halt gerade noch eingefallen ist. Sie ist zwischen zwei, okay, das war knapp, zwischen zwei Blöcken, zwischen zwei Fragezeichenblöcken, halt nach der, ich habe springen gedrückt. Ich weiß nicht, ob zu spät oder ob es wieder am Controller lag. Ich weiß es nicht. Aber ich habe springen gedrückt. Naja, auf jeden Fall ist die letzte Starcoin versteckt. In Kombination mit einer Ranke. Ja, bei den ganzen leichten Verstecken verliert man gerne mal ein Auge dafür. Und die Ranke ist halt echt leicht zu sehen. Es ist halt ein Block frei zwischen zwei. Ach so. Ja, okay. Hätte ich das gewusst, hätte ich den Koopa-Panzer dazwischen geworfen. Naja, sie ist halt versteckt zwischen zwei Fragezeichenblöcken. Relativ einfach zu sehen, aber wie gesagt, bei den ganzen leichten Verstecken, die es hier leider auch in dem Game gibt, verliert man leider ein Auge dafür. Okay, wir kriegen hier einen Stern. Müssen wir den erweitern? Also wir können auf jeden Fall. Na, okay. Hier ist dann aber auch Ende für einen Stern. Ich dachte, das erstreckt sich jetzt durchs ganze Level, aber nö. Müssen wir da rauf? Gibt es hier unten noch eine Starcoin? Nein. Wir müssen da rauf. Aber da oben gibt es eine Starcoin. Die holen wir uns noch ganz schnell. Ziemlich easy mit dem Acorn Suit, also echt gut, dass wir es da gerade bekommen haben. Und es ist auch die zweite Starcoin. Heißt, wir haben nichts verpasst. Und ich hoffe, es bleibt auch so für diesen Level. Das war knapp. Und das war leider zu knapp. Das da oben sieht echt sehr auffällig aus. Dort ist aber nichts. Genauso wenig wie hier. Ja, komm. Ich bring mich um. Das ist echt gemein. Ah, okay. Ist echt gut möglich, dass es gerade am Controller lag. Der war anscheinend falsch kalibriert oder so. Keine Ahnung. Weil man sieht halt nicht, wo man her muss. Das finde ich halt echt shit, wenn es solche Passagen gibt. Ich meine, ja, gut, die eine war zwar schwerer als die andere. Da hätte man sich schon denken können. Wahrscheinlich muss man dann rechts her. Hat mich schon wieder treffen lassen. Toll. Aber man kann es halt nicht wissen. Ja, komm, mach. Oh mein Gott. Huh. Das war close. Also, da kann man schon gut und gerne mal leben lassen. Schämen sollte man sich dafür nicht. Und ich fail hier schon mit rum. Leider schon wieder ein Hit weniger, den wir tanken können. Ja, komm, wir müssen jetzt aber hier durchziehen. Und das lohnt sich.
Das zahlt sich aus. Wir haben die letzte Starcoin. Nee, Mann. Okay. Waren nur zwei. Alles gut. Oh Mann, ey. In Mario Maker hätte man Toad wahrscheinlich noch in die Lava fallen lassen können. Aber nicht so hier. Hier läuft alles nach den Regeln. Und zwar nach den offiziellen Nintendo-Regeln. Heißer Aufzug im Pilzpalast. Ja, okay. Nintendo, echt gute Levelwahl. Ach so, ich dachte, mit Aufzug ist die Lava gemeint, die aufsteigt. Aber mit Aufzug ist hier diese ernsthaft Münzen zählen auch? Ah, toll. Damit ist hier diese Plattform gemeint. Ah, ja. Okay. Ja, ich brauchte das Item, nachdem ich mich treffen lassen habe. Ja, komm. Jetzt ist aber so langsam mal gut. Ich hoffe, wir schaffen es jetzt. Wäre zumindest wünschenswert. Okay. Ich versuche einfach mal den Münzen aus dem Weg zu gehen. Nur ob das so möglich ist, weiß ich jetzt nicht. Hau halt ab. Hau halt ab. Ey, ja, komm schon. Was soll das? Nee, ich will das aber mit dem Kleintaut schaffen. Ich habe keinen Bock mehr, da ein Item zu ziehen. Wenn ich hier rumnube, ist mir egal. Habe ich halt Pech gehabt. Also los geht's. Lass uns das jetzt mal schaffen hier. Okay, und wir haben sogar das Item. Die Eisblume sollten wir jetzt allerdings nicht wirklich benutzen. Immerhin friert das die Gegner ein. Und somit erschafft es dann auch wieder einen Gegner auf der Plattform. Womit der Aufzug dann stehen bleibt. Und wir haben noch eine Eisblume. Sollten wir, wie gesagt, eher dafür nutzen, um einen Hit zu tanken. Allerdings war das echt unsauber. Das ebenfalls. Ja, komm, mach. Okay, wir haben einen Pilz.
Das ist schon mal was. Und ich hoffe, wir können auch hier die 8 roten Münzen einsammeln. Das klappt. Hier nicht aus der Ruhe bringen lassen. Einfach wegwerfen das Ding. Und fertig ist es. Okay. Ja, entspannt. Haben wir. Ja, komm. Jetzt nicht wegen einer Münze rumfällen hier. Nein, das Ding muss weg. Okay. Wir haben's. Alles gut. Kriegen wir einen Checkpoint? Nö. Sondern direkt das Ziel. Puh, alles klar. Stimmt. Für den einen oder anderen überraschend. Aber mir dürfte das eigentlich bekannt sein, dass das nicht der letzte Level war. Sondern der hier. Und dafür werden wir nochmal den Spieler ändern. Und zwar auf... Ja, ich wollte kurz schauen, wie viele Leben Toad hat. Auf Mario. Einfach nur, weil es mich jetzt interessiert hat. Weil ich in den Parts eigentlich immer ausgewählt habe, welchen Charakter wir spielen, je nachdem, wer halt die wenigsten Leben hatte. Einfach nur, um mir da so eine Regel zu setzen. Hat jetzt keinen besonderen Grund. Wie gesagt, einfach nur, um eine Regel da zu haben. Und das dann so dementsprechend dann auswählen zu können. Bowser Junior, du bist ein Assi. Und solche Hampeleien sollte man natürlich lassen. Die letzte Schlacht, habe ich vergessen vorzulesen. Das ist die letzte Schlacht. Ah ja, okay. Hast du ganz toll hinbekommen. Ja. Stürz ruhig in die Lava runter. Scheiße. Ich weiß nicht, was gerade los ist. Beim ersten Try war es halt echt gut, wie ich es gemacht habe. Nur jetzt wurden die Itemboxen zerstört und da hatte ich eigentlich direkt keinen Bock mehr. Er bewegt sich aber auch tatsächlich echt gut. Eigentlich würde man sich ja denken, okay, es ist Bowser Junior und Nintendo KI. Aber Bowser Junior bewegt sich anspruchsvoll. Und versucht immer so ein bisschen vorauszuahnen, wohin man sich als nächstes begeben wird. Aber wenn man das weiß, kann man selber so ein bisschen gegenlenken. Und versuchen, ihn auf eine falsche Fährte zu locken.
Oh, was? Ah, okay. Ja, mir egal. Hast du halt deinen Gegentreffer bekommen? Schön für dich. Aha. Ist hier denn noch eine Blume? Nö. Okay. Oder kommt jetzt noch ein Zwischenraum? Alles klar, es kommt noch ein Zwischenraum. Mit Eisblume und Feuerblume, oder? Jawohl. Die nehmen wir. Und mit der werden wir versuchen, Bowser fertig zu machen. Genauso wie er versucht, uns mit seinen Feuerbällen fertig zu machen. Was allerdings nicht klappen wird, mein Lieber. Sorry. So, und das dauert jetzt zwar ein bisschen, aber wir sind schon durch. Let's go. Hm? Das war's doch noch nicht? Wie überraschend. Nein, jetzt mal Spaß beiseite. Die meisten sagen zwar so, oh ja, Giga-Bowser-Kampf hatte man schon 1000 Mal. Aber ich finde, solange die den Kampf verändern und immer was Neues kommt, also ein neues Kampfkonzept, finde ich das eigentlich vollkommen in Ordnung. Weil irgendwo gehört es ja auch dazu. Ja, du wirst jetzt erstmal weggesperrt. Tschüss. Deine Fratze wollen wir ja nicht sehen. Ja, ja, freu du dich nur. Den werde ich auch noch fertig machen. Und das werde ich ebenfalls mit Hilfe der Feuerblume versuchen. Allerdings wird das, glaube ich, ein bisschen zu lange dauern. Also habe ich meine Meinung mal spontan geändert und mich dazu entschieden, es vielleicht lieber doch auf die konventionelle Art und Weise zu erledigen. Knapp. Nee, nee, Bowser. Ich hab schon gesehen, was du da vorhast. Oh, und er hat mir das Klo wieder abgenommen. Und schon wieder. Es ist der Kampf ums Klo. Ich hab's aber. Ich hab's. Bowser, da kannst du so viel schreien, wie du willst. Ich hab mir den Sieg verdient. Und da ist er down. Ja. Du bist und bleibst die Nummer 1, Mario.
Und da ist sie. Endlich. Die Prinzessin. Also erstens, das war's. Ein Kuss auf die Mütze. Und zweitens, habt ihr Mopsy gesehen? Ich glaube, das ist mir beim ersten Mal spielen gar nicht aufgefallen, wie der erstmal rumspannt. Die perverse Sau, die. Falls nicht gesehen habt, spult gerne nochmal zurück. Bowser, ich glaube, das wird nix. Hm. Naja, musst du wissen. Und da hängen sie alle dran. Mario schaut sich das Spektakel aus der Ferne an. Ja, Leute. Das war das Game. Keine Sorge. So ganz war es das doch noch nicht. Es kommt noch ein bisschen was. Aber das war halt die Hauptstory. Ja, mir gefällt das Spiel nach all den Jahren immer noch sehr gut. Es gab ein paar Level, an die ich mich gar nicht mehr erinnern konnte, aber auch einige Level, an die ich mich noch erinnern konnte. Also würde ich schon sagen, das Game hat einen gewissen Wiederspielwert. Zumindest, wenn man so eine gespeicherte Datei noch hat, dass man dann vielleicht nochmal in die Level reingeht, die man nicht mehr ganz so gut kennt. Beziehungsweise die halt für einen challenging sind. Also vor allem die besonders schweren Level, die aus der letzten Welt oder auch die Knochenbahn-Level, die haben zumindest für mich einen echt großen Wiederspielwert. Weil ich feiere die Knochenbahn-Level beziehungsweise diese Speziallevel in Spielen generell. Zum Beispiel in Donkey Kong die Loren-Level oder die Raketenfass-Level waren immer meine Lieblingslevel. Nicht nur, weil sie eben besonders sind, sondern auch, weil sie eine höhere Schwierigkeit als die normalen Level aufweisen. Ich weiß zwar nicht warum, weil man muss im Prinzip immer nur einen Knopf drücken, während man fährt oder fliegt. Im Fall des Raketenfass-Levels. Aber ich fand die immer schon am nicesten. Und so ist es eben auch hier. In New Super Mario Bros. U. Beziehungsweise dem Deluxe-Teil. Was ich allerdings etwas schade finde an dem Deluxe-Teil ist... Ja gut. New Super Luigi U ist noch dabei, aber es wurde nichts an dem Hauptspiel geändert. Es gab nur sehr wenige Änderungen an dem Spiel. Man konnte jetzt zwei Charaktere spielen, zwei neue Charaktere. Ich glaube, im Hauptspiel selber konnte man auch noch den blauen Toad spielen. Kann natürlich auch sein, dass ich das gerade mit New Super Mario Bros. U New Super Mario Bros. Wii verwechsle. Dann tut's mir natürlich an der Stelle leid. Ich bin mir jetzt selber nicht ganz so sicher, aber der Hauptkritikpunkt bleibt trotzdem bestehen. Es wurde echt wenig am Spiel selber verändert. Sondern es kamen halt nur zwei Charaktere dazu. Halt zwei einfachere Charaktere plus dann halt noch die Krone für Toadette oder halt eben Peachette dann in dem Fall, wenn man die Krone eingesammelt hat.
nette Idee. Ich denke, dass Nintendo da auch so ein bisschen mit dem Bauset-Hype gehen wollte, den es damals gab. Und das ist auch verständlich. Ich denke, solche Gags treiben die Verkaufszahlen dann doch nochmal in die Höhe. Und Mario stellt sich ganz provokant vor Luigi. Ja. Ende. Da hätte man vielleicht noch ein Fragezeichen hinterhängen sollen. Das wäre vielleicht doch ganz nice gewesen, so als kleinen Hinweis. Aber ich glaube, das wird einem jetzt nochmal gesagt. Herzlichen Glückwunsch, du hast das Spiel beendet. Deinen Speicherdaten wurde ein Stern hinzugefügt. Du kannst jetzt jederzeit im Menü speichern. Die Röhren bringen dich jetzt auch zu einer geheimen Insel. Die Röhren bringen dich jetzt zum Superstar Boulevard. Ach übrigens, hast du schon alle Sternmünzen gesammelt? Tja, Leute. Und dafür sind eben die Sternmünzen gut. Und hier kommt auch nochmal die Bestätigung. Wir haben alle Sternmünzen aus dem Pilzpalast gesammelt. Anscheinend fehlt mir noch irgendwo eine Sternmünze. Ich werde dann einfach nochmal nachschauen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part im Superstar Boulevard wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dann. Ciao.